Hallo und willkommen im neuen Banjo Tooie Part. Beim letzten Mal haben wir mit dem Steini ein bisschen was erreicht. Auch am Steinball-Turnier teilgenommen, was ziemlich geil war. Muss ich also den Entwicklern echt mal lassen. Jetzt würde ich dann doch fast behaupten, wir brauchen nochmal den großen Goldenen. Ja. Wobei, ich hätte noch fliegen können mit Kazumi. Am Anfang gibt es ja noch so ein Flugfeld. Naja, jetzt gucken wir erstmal, was wir mit dem goldenen Goliath hier machen können. Frage ist nur, wie ich an manche Orte hinkommen soll. Denn soweit ich weiß, gibt es nur hier diesen Goliath. Ich habe keine Zeit für dich. Also. Zuerst mal den Treibsand hier. Ich ja ganz gerne hier noch die Tür auftreten. So für die Zukunft und so. Gibt's hier oben noch was zu holen? Das sieht auch noch etwas aus, was ich jetzt noch nicht so... Alter, gibt's hier noch viel zu entdecken. Freunde. Den nehmen wir noch mit. So. Jetzt müssen wir dann nochmal irgendwie gucken, dass wir... Es gibt noch was. Zu zertreten als Goliath. Wir nämlich einmal den Stein von dem kleinen Quieksviech, links da, von dem Maulwurf, Brunhild oder wie sie heißt. Und dann nochmal den Stein bei den anderen Steinsäulen, wo ich aber null Ahnung habe, wie ich da hinkommen soll. Verdammt. So, jetzt gucken wir einfach mal hier entlang. Da ist der Wigwam. Kommen wir hier raus. Ach so. So einen Geheimgang hier gibt's nicht, oder? Die denkt jetzt auch, was denn da draußen los. Kusch. Verdammt, dann können wir hier ja doch nichts mehr holen. Ich muss irgendwie anders diese Steine zerstören. Aber keine Ahnung, wie ich das machen soll. Und da oben ist noch so eine geheime Seite. Shit. Freunde? Das sieht schlecht aus, ich habe keine Ahnung. Naja, gut. Gut, ich werde jetzt... Der Plan sieht folgendermaßen aus.
Wir verwandeln uns jetzt erstmal wieder zurück. Dort geht's als Banjo-Kazooie an Anfang des Levels. Dann werde ich eine Runde fliegen. Und vielleicht, wenn wir Glück haben, entdecken wir ja dann noch was Schönes. Viel mehr Möglichkeiten habe ich ja eh nicht mehr. Habe ich ja eh schon alle 100 Noten? Ich glaube, ja, oder? Ich habe jetzt gar nicht mitgezählt und aufgepasst. Wo ist es denn? So. Dann wollen wir mal. Bring uns hoch, Kazooie. Ein bisschen wackelig die Steuerung. Auf Mumbos Schädel. Schade, gibt's nichts zu holen. Bäh. Schade. Aber das kriegen wir ja so oder so nicht auf, egal wie. Ach, warte mal. LOL. Dass ich da erst jetzt drauf komme. Ich bin doch so ein Hammel. Dass ich da echt erst jetzt drauf komme. Ich bin doch so ein Torfkopf. Ist oben auch auf? Scheiß drauf. Die Schlangenmäuler stehen die ganze Zeit offen. Und ich raff's nicht. Schatzkammer! Was hast du? Es ist furchtbar. Ich kann Target Sans, unbezahlbares Relikt-Dingens, nicht finden. Es wurde bestimmt gestohlen. So ein Pech. Was kümmert's uns? Helftchef Blott hat's. Und es gibt ein Pusello. Ein Pusello? Ja, wenn das so ist. Großartig. Ich öffne euch den anderen Eingang. Beeilt euch bitte. Den anderen Eingang. Ah. Ah. Ha. So ist es. Oh, was haben wir denn da oben? Hallöchen. Okay, cool. Jetzt wissen wir ja, was wir zu tun haben. Also, manchmal ist man auch ein bisschen blind, ne? Hätte ja schon früher drauf kommen können, da mal ein Ei reinzuballern. Auf geht's, Kazooie. Bevor ich es vergesse. Dich nehmen wir auch noch mit, Kollege. Hahaha. Hey, Jinjo. Und bei der Kuh war doch... Ah ja, da war doch auch noch was. Ach, Hallöchen. Mensch, jetzt läuft's ja. Nix vergessen hier. Im Haus des Lachs. Na komm. Gut.
Schaffe ich es da rein zu böllern? Nicht so ganz. Gut. Wofür? Ach, um da wieder rauszukommen. Ah, ich verstehe. Ist schon wieder so ein Dingsviechi. Oh. Verstehe. Scheiße. Hä? Raus aus Ungars Höhle. Ah, du musst hier schleichen. Naja, und hier oben ist dann genau die Öffnung zu dem großen Goldhaufen. Okay, es ergibt... Gibt's einen Hangelweg? Es ergibt alles einen Sinn. Okay, Unga Bunga. Bei dem darf's nicht knacken am Stroh. Da müssen wir dann... Oh, Leg Spikes, original durchschleichen. Was ist denn bei dir kaputt? Erstmal einen neuen Move lernen, wa? Moment, 402... mal. Alter, 420. Hallo, Arschloch. Wo sind wir denn hier? Gibt's ja einiges zu entdecken noch. Holy shit. Das sind Trendplatten. Mit denen ich noch nichts anfangen kann, wa? Nee. Scheiße. Oh Gott, Controller und so. Hä, ich bin noch gesneakt, oder? Das müssen wir nochmal probieren.
wir versuchen es erstmal auf eine andere Methode. Auf dem. Ja, da liegt natürlich auch Stroh. Fuck. Nein! Aber mit Schleichen müsste es doch normalerweise funktionieren, oder? Komm, ich probier's nochmal. Bunga Bungas Höhle. Ja, ja, ja. Also. Ist das das Langsamste, was geht? Jetzt guck mal. Das ist zu schnell. So kriechen. Psst! So kriechen kann ich auch nicht, oder? Ah ja, da war's eben, da war's eben. Ich muss. Da war's eben. Das ist ganz. Okay, ich hab's. Und wenn es jetzt 300 Jahre dauert, ist mir egal. Sei bloß ruhig, du blöder Bär. Oh Gott. Psst. Leise. Haben es geschafft. Oh, hallo, wo geht's hier denn lang? Ich sehe nichts. Oh Gott. Und jetzt nochmal drauf treten, ne? Genau. Tschüss, Unga Bunga. Mach's gut. Bumst. Hab ich das Ding jetzt noch? Wenn nicht, kriege ich einen leichten Rappel. So. Aber gut, ich habe ja den Schatz. Ja, da geht's an, so ein bezahlbares Relikt-Dings gefunden. Der Neandertaler hat es gestohlen. Diese Kleindiebischen. Sachte, das ist ein Familienspiel. Oh ja, ich vergaß. Ich gebe euch einfach ein Puzzello. Genau, das macht Sinn. Du Penner, ne? Hast es jetzt natürlich da oben hingestellt, oder? Ah, ne, da. Okay, dann geht's ja noch. Na, Unga Bunga? Ah, Kieselstein weg. Kieselstein! Ich jetzt große Probleme haben, viele Schläge. Oh oh. Was ist los, wird deine Frau sauer? Ich glaube, den sollten wir mal hinterhergehen, gucken, was er dann da so treibt. Puzzello Nummer 8. So, vor lauter Neugier möchte ich jetzt aber gleich nochmal nachgucken. An wem? Ich beißt hier was. Hey. Gott,
alle Weile. Das wird aber ein bisschen knapp. So. Jetzt gucken wir doch gleich nochmal nach, was mit Unga Bunga passiert. Das ist auch irgendwie ein armes Schwein, ne? Tja, den Stehlenden zu bestehlen. Wie, hier ist jetzt zu? Uncool? Ah ne, oder war das hier, wo offen ist? Wir schauen einfach nochmal nach. So, hier war das Kampfbienenhaus. Hier ging es runter zum Ei. Nee, da geht's nicht weiter. Scheiße, war da vorher offen beim Unga Bunga? Ich weiß es jetzt gar nicht. Hab ich's jetzt verkackt? Oh. Echt jetzt? Ich kann's nicht erkennen. Naja, gut, ist egal. Raus hier! Ich bin jetzt auch ernsthaft im Überlegen, weil im Level können wir jetzt erstmal nichts mehr machen. Oder? Dem Maulwurf kann ich nicht helfen. Steine kaputt kicken kann ich nicht. Ich glaube, ich sollte es gut sein lassen. Ja. Ich hab doch. Ich glaube, das war's vorerst, oder? Jetzt eine Statistik. Okay. Freunde, ich lasse es gut sein. Wir kommen hier anscheinend noch nicht weiter. Hexoland. Cool. Ob es und wo es und wie es beim nächsten Mal weitergeht, gibt's dann beim nächsten Part. Euer Slugsy. Ciao.